Hallihallöchen, Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play Hitman, Codename 47, Codename 47 oder einfach der erste Teil der gesamten Hitman-Serie. So, ich habe mich entschlossen, aus diesem Spiel tatsächlich ein komplettes LP zu machen. Ich habe ja im ersten Part mal nur die erste Mission gemacht, hier also Training plus Bandenkrieg der Kowloon-Triaden. Und jetzt werden wir weitermachen mit der nächsten Mission, die sich dann nennt Hinterhalt im Wang Fu Restaurant. Bestätigen wir mal und ab dafür. Hinterhalt im Wang Fu Restaurant. So, wir haben wieder eine ganz normale Einsatzbesprechung, wie gerade eben auch. Also, ich darf mal vorlesen. Glückwunsch! Der Einsatz im Chiu Dai Park verlief wie geplant. Die Blue Lotus Triade fürchtet nun, dass Li Hong sie für die Ermordung des Unterhändlers verantwortlich macht und einen Bandenkrieg entfesselt. Uns liegen Informationen vor, dass der Anführer der Blue Lotus seinen Bruder als Unterhändler in Li Hongs Restaurant schicken wird, um sich für den Vorfall zu entschuldigen. Ein Attentat auf ihn und seine Bodyguards wird daher wie ein Vergeltungsschlag Li Hongs aussehen. Diana Byrne wird Controller die Agentur. So, die Einsatzziele heißen: Eliminieren Sie den Abgesandten der Blue Lotus Triade und eliminieren Sie alle anderen Mitglieder der Blue Lotus Triaden. Das heißt, Sie müssen alle Leute eliminieren, die in einem blauen Rock da rumlaufen. Und wie immer kehren Sie zum Rendezvous-Punkt zurück. Wir bestätigen das. So sieht unser Ziel aus. Das ist der Abgesandte der Blue Lotus Triade. Sieht ein bisschen grimmig aus. Ist 1,86 groß, ist ein ganz schön großer Kerl, wiegt 84 Kilo und ist 58 Jahre alt. Die Merkmale sind dunkles, kurzes Decker und ein langer Pferdeschwanz. So, wie immer haben wir hier eine kleine Karte, die ist diesmal allerdings überhaupt nicht groß und das ist auch wirklich alles. So, was wir mitnehmen, ist auf jeden Fall die Klavierseite, würde ich sagen. Das Messer, ja, habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich gebraucht. Ich habe die Beretta mit Schalldämpfer ausgerüstet, man weiß ja nie, ne? Sollen wir nochmal eine Desert Eagle mitnehmen? Ne, ich glaube, das lassen wir mal noch. Die Hardballer brauchen wir auch nicht. Die Autobombe nehmen wir natürlich mit. Die könnten wir auch theoretisch auch da lassen, aber die brauchen wir in dieser Mission. Kugelsichere Weste, ja, nehmen wir mal mit. Und den Kompass brauchen wir eigentlich nicht. Der ist im Prinzip ziemlich unnötig. Wir starten die Mission. Und das sind wir auch schon. Okay, was ich noch ganz kurz dazu erklären möchte. Ich habe die Mission jetzt vorgespielt, weil es ist wirklich so, dass bei Hitman Codename 47 die Mission teilweise schon sehr... Wow. Hallöchen, sehr anspruchsvoll sein können. Und es ist hier auch wirklich so, wenn man einen Fehler macht, muss man wirklich die ganze Mission komplett neu starten. Und dazu muss man zurück ins Hauptmenü, Missionen neu auswählen und so weiter, Waffen neu auswählen. Und das möchte ich euch ehrlich gesagt ersparen. Das heißt, ich werde in diesem Let's Play die Mission immer vorspielen und euch dann quasi nochmal rückblickend mit euch die Mission nochmal machen und dazu dann meine Kommentare hinterlassen. So, hier sehen wir den Chauffeur, wie er ausgestiegen ist und die ganzen Leute in ihren blauen Anzügen. Und der Typ mit Mütze, der jetzt gerade ausgestiegen ist als letztes, das ist unsere Zielperson. Die müssen wir eliminieren. Und sie bewegt sich dort in das Restaurant. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns hier diesen Typen zu verfolgen und mit ihm in das Restaurant zu gehen und den Typen da drin zu eliminieren. Oder wir machen das Ganze etwas einfacher. Und zwar, indem wir den Chauffeur verfolgen. Denn wir haben ja die Autobahn mit dabei. Hier, wo haben wir sie? Da ist sie. Und da steht die Limousine. Das heißt, wir müssen einfach nur uns als Chauffeur verkleiden. Die Autobombe ins Auto platzieren und ab dafür. Ja, für diejenigen von euch, die Hitman Absolution gespielt haben, was ja der neueste Teil der Hitman-Serie ist, die werden es wissen, dass es in einer Mission immer mehrere Wege zum Ziel gibt. Ich habe mich jetzt für diesen entschieden mit der Autobombe. Dass ich das einfach mehr nach einem Racheakt aussieht. So, wir schnappen uns die Klavierseite. Und sollten uns dringend den Chauffeur holen, während er noch da am Pinkeln war. Das Witzige ist ja, dass wir uns die Gleitung schon schnappen können, während wir ihm noch an den Kragen gehen. Jetzt müssen wir nur noch die Waffe verstecken. Und schon sind wir wieder anonym unterwegs, diesmal als Chauffeur. Wir könnten jetzt theoretisch uns normalerweise, also wenn wir als Hitman hier an den Eingang gehen würden, würden wir nicht reingelassen werden. Als Chauffeur könnten wir reingehen, würden aber sofort abgeknallt werden, sobald wir drin sind. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Typ, der erkennt uns nämlich, wenn der uns zu nahe kommt, hier ein bisschen weg ist, damit wir hier ungestört die Autobombe anbringen können. So. Bombe platzieren, sehr schön. Ist auch gar nicht auffällig, ne, dass die zwei Leute da einfach rumstehen und er steigt hier ein, platziert irgendwas, es piept laut und wir steigen wieder aus. Wir müssen uns nur weiterhin immer vor dem Typen da in Acht nehmen, weil der uns nämlich erkennt, wenn er uns zu nahe kommt. Müssen wir hier beobachten, bis die Zielperson wieder das Gebäude verlässt. Das passiert jetzt.
Normalerweise dauert das ein bisschen länger, aber das spult einfach ein bisschen vor, da wir die Autobombe bereits platziert haben. So, wir müssen jetzt nur warten, bis der Typ eingestiegen ist. Wie gesagt, vor dem Typen hier in Blau müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, weil der uns nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, läuft der jetzt nämlich zu uns. Ja, der kommt zu uns. Das ist gar nicht schön. Und wir müssen gucken, dass die Zivilisten alle weg sind. Und jetzt können wir Folgendes tun. Pam. Na, war das nicht mal erfolgreich oder war das nicht erfolgreich? So, jetzt können wir mal gucken, ob wir den Typen eliminieren können, ohne dass alle anderen das da was mitkriegen. Den Typen in Blau. Wo ist er? Da ist er. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ja, Wachen wurden alarmiert. Ach, scheiß doch drauf. Normalerweise müsste die Mission jetzt erledigt sein. Oder? Na komm her. Haben wir's? Erledigt? Nicht erledigt. Ach genau, da stehen nämlich noch ein paar. Ja, dann holen wir uns die halt auch noch. Allerdings machen wir das ein bisschen anders. Und zwar, das sind ja 4 Stück an der Zahl. Das wäre etwas zu schwierig, die alle mit unserer schallgedämpften Pistole auszuräuchern. Dann machen wir das Ganze etwas stilvoller. Und zwar liegt hier hinten ein Snipergewehr versteckt. So ganz unauffällig, ne? Das schnappen wir uns natürlich. Magazin haben wir da auch direkt mitgenommen. So, dann müssten wir jetzt mal hier eben vorbeilaufen lassen, weil der uns erkennt. Aber das ist mittlerweile auch echt egal, ne? Weil wir sind ja jetzt schon auffällig unterwegs. Das finde ich an der Mission ein bisschen komisch. Dass wir zuerst unauffällig sein müssen und dann ist es plötzlich scheißegal. Naja, solange uns die roten Leute da in Ruhe lassen. Jetzt schnappen wir uns nämlich noch die restlichen blauen. Ja, er hat uns gesehen, das ist gar nicht gut. Oh, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Schnell in den Kopf, scheiße, in den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Okay, wir müssen. Ach, Kacke, wir müssen dringend Beretta ausrüsten hier. Und jetzt müsste es geschafft sein. Es müsste geschafft sein. Ich hoffe ich doch, weil jetzt wird es nämlich gerade ein bisschen knapp. Jawohl, ja, Honorar. 12.000 minus 4.000 Spesen macht einen Verdienst von 7.162 Dollar und der Mission wäre erfolgreich erledigt. Ich muss ja jetzt mal einen kurzen Schnitt setzen, weil euer Mr. Let's Walk Crew immer noch furchtbar erkältet ist und ich jetzt mal meine Nase schneuzen muss. Und das möchte ich euch eigentlich ersparen, wenn ich ehrlich bin. Also sehen wir uns gleich wieder. So, das wäre schon erledigt. Geht ja recht flott. Auf Enter drücken und jetzt müssen wir ins nächste Level kommen. Massaker am Fischrestaurant. So, die Ermordung des Bruders der Blue Lotus-Anführers hat zu einem offenen Bandenkrieg geführt. Da die Polizei von beiden Seiten geschmiert wird, ist sie über die derzeitige Situation außerordentlich beunruhigt. Der Polizeichef hat daher die Anführer beider Triaden aufgefordert, einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Das Treffen findet auf neutralem Boden in einem kleinen Fischrestaurant statt. Seien Sie dort, wenn Sie Erfolg haben, gehört Li Hong Ihnen. Ach so, seien Sie dort, wenn Sie Erfolg haben, gehört Li Hong Ihnen, bla bla bla. Und wie immer, liquidieren Sie den Unterhändler des Red Dragon, verstecken Sie die Leiche des Unterhändlers, eliminieren Sie den Polizeichef und hinterlassen Sie bei der Leiche des Polizeichefs ein Red Dragon Medaillon. Okay, und danach wieder zum Rendezvous-Punkt zurück und 15.000 Dollar Honorar. Der Polizeichef sieht so aus, er ist 1,81 groß, wiegt 95 Kilo, ist 58 Jahre alt, hat kurzes Haar mit grauen Schläfen und trägt Polizeiuniform. Das hätte ich mir auch denken können. So, die Karte können wir hier getrost vergessen. Was ist denn die Mossberg für eine Waffe hier? Weiß ich nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall. Ja, sollen wir die Hardballer auch mal mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen mal ein bisschen mehr Munition mit. Sollen wir noch die Uzi mitnehmen? Die kostet zwar ein bisschen, ja, aber machen wir das doch mal. So, Uzi holen wir uns. Die kugelsichere Weste haben wir auch. Ach, die Mossberg ist eine Shotgun, ne? Ne, die brauchen wir nicht. So, Kompass und Fernglas brauche ich auch nicht. Und da sind wir schon im Level. So, ich muss ganz kurz dazu erwähnen, diese Mission habe ich noch nicht vorgespielt. Ach so, ich bin beim Auto gelandet. Diese Mission habe ich tatsächlich noch nicht vorgespielt. Also ich habe sie mal angezockt, aber das war es dann auch schon. Und mich hier mal ein bisschen umgeguckt, aber erledigt habe ich sie noch nicht. Das heißt, hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir die Mission erledigen können. So, in diesen hier, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe es ja im letzten Part, am Anfang dieses Parts besser gesagt, auch schon gezeigt mit dem... Mit der Chauffeurleuche, die kann man hier einfach runterschmeißen und dann gilt die als versteckt. Da finden die Wachen die nicht. Lass uns mal gucken. Irgendwo, wow. Hallöchen, Polizeichef. Die
Frage ist, sollen wir den einfach mal eliminieren, um ein bisschen, um als Polizist rumzulaufen, ob uns das irgendwas bringt? Eine interessante Frage. Ich meine, theoretisch könnten wir den hier eliminieren und dann da reinziehen und uns die Uniform schnappen, ne? Ich glaube, das machen wir sogar mal. Das heißt, wir rüsten die Klavierseite gleich aus. So, die Zielpersonen sind in der Einsatzzone. So, jetzt ist hier noch irgendjemand? Nein, das heißt, wir können den Typ mal eliminieren. Ja, ja, ja. Das Problem ist, die sehen mich schon voll früh. So, Kleidung. Ich kann mir die Kleidung nicht schnappen. Ich will mir deine Kleidung schnappen. Hallo? Geht nicht. Komisch. Okay, dann schmeißen wir den Typ einfach mal nur da rein. Dann haben wir wenigstens eine Patrouille erledigt. Das kann ja auch nicht schaden. Okay. Leere Hände. Kann ich dich mitnehmen? Ja, komm, ich nehme dich mal mit. Steck dich aber auch direkt weg. So, perfekt. Eine Person weniger. Ich meine, es war zwar nicht die Zielperson, aber ne, Schaden tut's nicht. So, die Zielperson ist im Zielbereich. Jetzt müssen wir nur noch den Zielbereich finden. Der müsste aber, glaube ich, hier irgendwo um den... Ja, der ist hier ungefähr. Das hier ist das Fischrestaurant. Was ich schon herausgefunden habe, was mir... Ach, das hier ist die Zielperson, alles klar. Okay. Kann ich hier mit reingehen oder tötet ihr mich dann jetzt gleich? Ich kann damit reingehen. Hello, sir. What can I do for you? I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. Excuse me. Uh-oh. But you have to leave now. Okay, ich gehe ja. Gib mir nur noch bitte das, gib mir nur noch bitte den Schlüssel. Ich will ja rausgehen, lass mich rausgehen. Dankeschön. Okay, wir haben den Schlüssel und wir sind draußen. Und das Schöne ist, durch den, mit dem WC-Schlüssel können wir, also was wir sowieso können, weil wir kommen hier natürlich nicht durch die Hintertür, aber wir können hier durchs Fenster einsteigen, wenn uns niemand sieht gerade. Beobachtet er uns? Nein, er beobachtet uns nicht. So, schön, ruhig und vorsichtig. Wir sind in der Toilette. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Steht hier irgendwas? Hier steht Call Me und eine Nummer drauf. Aber ich kann den nicht entziffern. Doch 555-1-413, soweit ich jetzt entziffern kann. Jetzt können wir hier raus. Ich hoffe nur, dass uns das keine Nachteile bringen wird. Mal gucken, was passiert. Da hocken sie. Können wir die jetzt einfach alle eliminieren? Ich befürchte, wenn wir jetzt einfach drauf losballern, haben wir ein gewaltiges Problem. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Haben wir denn eine gescheite Waffe dabei? Wir könnten sie auch einfach alle umnieten. Ich weiß nur nicht, ob das der richtige Weg ist. Soll ich es einfach mal probieren? Ich meine, wir können es ja im Notfall nochmal machen. Na komm. So, kommt rein. Na, alle umgenietet. Das Treffen wurde abgesagt. Ja, ist doch egal. Ich habe meine Zielperson doch eliminiert. So, stirb. Dankeschön. Wow, geh weg. Perfekt. Okay, weil mit der Uzi können wir hier einiges an Terror verursachen. Oh, oh, das Red Dragon. Da hat einer den Bereich verlassen. Einer ist geflüchtet. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht witzig. Ach Mann, okay, Shift und Escape für einen Neustart. Hm, ja, das war jetzt nicht so geplant. So, machen wir das Ganze direkt nochmal. Also, jetzt wissen wir zumindest, wie wir vorgehen können, nicht wahr? Also, ich würde vorschlagen, wir gehen ganz flott in das Restaurant. Schnappen wir uns eben den Toilettenschlüssel. So, gib mal her. Hello, sir. What can I do for? So, gib mir den Schlüssel, danke schön. Schneller ein bisschen. Den hätten wir schon, stecken wir den mal weg. Wir können jetzt theoretisch die Toiletten schon mal aufmachen. Ja, komm, machen wir schon mal. Gehen aber direkt wieder raus. So, die hocken sich also hier gleich für das Treffen hin. Wir können noch hier durch, weil hier noch kein Polizist in der Nähe steht. Können wir eigentlich hier durch? Ja, was gibt's denn hier? Kann man sich hier auch irgendwie verstecken, sag mal? Sollen wir mal hier bleiben, bis das Treffen anfängt? Aber ich wüsste nicht, was mir das bringen soll. Wir müssen die... Ja, wir müssen die Leiche des Polizeichefs hier ohnehin verstecken, ne?
Da hinten müssen sie jetzt ankommen. Aber ist das nur der Polizeichef? Oder von wo kommt denn das Red Dragon Mitglied? Ich könnte den ja schon mal vorher eliminieren, oder? Aber weil das auch nicht so richtig klappen wird, glaube ich. Oder wir warten einfach, bis einer von denen auf Toilette geht. Könnte das vielleicht passieren? Theoretisch ja schon. Sollen wir das Treffen einfach mal ein bisschen beobachten? Ah ja, da hinten kommt der Typ vom Blue Lotus, glaube ich, ne? Genau, das dürftest du sein. Kann ich den eliminieren? Wäre das eine Möglichkeit und mich als der verkleiden? Ne, die sehen das, oder? Ne, wir sind viel zu nah dran. Das ist nicht gut. Das dürfte wahrscheinlich nicht klappen. Das Treffen hat ziemlich begonnen. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo jemanden finden können, der wie ein Red Dragon Typ aussieht. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Nee. Das klappt so nicht. Okay, wir haben also zumindest schon mal den Toilettenschlüssel. Das heißt, wir wissen, wie wir uns einschleichen. Da ist der Red Dragon Typ. Können wir den eliminieren schon mal? Ich probier's jetzt einfach. Komm, no risk, no fun. Kleidung genommen. So, jetzt müssen wir den nur noch verstecken. Läuft hier gerade jemand? Kommt der in unsere Richtung? Der kommt... Oh, shit. Der hat die Leiche gefunden. Das ist jetzt nicht mehr so witzig. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen die Wache eliminieren, glaube ich. Ach, scheiße, ja, Es war gar nicht mal so schlecht, nur haben wir es einfach zu spät gemacht. Kann das sein, der sieht uns jetzt nämlich, oder? Oh ja, die Wache da kennt uns. Können wir da jetzt vorne rein? Wäre jetzt eine Frage. Hallo, ich bin verdächtig. So there you are. Let me just take your weapons. Okay. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, Freunde. Ich muss mir ganz kurz hier die Cutscene, aber dann müssen wir uns noch anschauen. Oh, jetzt hört sich an, als wären die Wachen aktiviert worden. Können wir da jetzt rein? Ich bin gleich wieder da für euch. Moment bitte. So, da wäre ich wieder. Ich wurde kurz gestört von Besuch. Passiert halt ab und zu mal. Ich habe euch direkt im Hauptmenü wieder mitgenommen, weil ich weiß nicht, was passiert. So, jetzt können wir rein. Wir haben aber keine Waffen dabei, oder? Doch, haben wir. Das ist okay. Egal, gehen wir mal rein. So. Hallo, ihr Lieben. Well, I did not expect a European to be Mr. Hong's representative. I was personally selected to carry out this delicate mission. Before we continue, I need a little break to freshen up. Of course. Ask the bartender for the key to the bathroom. Okay, ja, den Schlüssel haben wir ja schon. Deswegen können wir uns mit dem auch nicht mehr unterhalten. Also ab in den Restroom. Hey, das hast du doch gerade eben schon gesagt. I need a few minutes to use the bathroom. Please excuse me. Certainly. Ja, ist ja gut. Okay, was bringt mir das jetzt? Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Durchs Fenster rausklettern. Nur was bringt mir das jetzt exakt, wenn ich da jetzt rausklettere? Oder kommt der mir irgendwann hinterher? Mach nochmal auf. Sprich nochmal mit mir. So. You are Li Hong's. Before we continue. Ja, ich muss auf die Toilette. Ich weiß, aber was kann ich hier machen? Ich kann ja im Prinzip nur aus dem Fenster raus, ne? So. Hä, hey, was ist jetzt los? Please excuse me for. Was für ein Bug, hey. So, ich kann das aber auch jetzt noch nirgendwo platzieren. Das ist das. Ach, das ist ein bisschen kacke hier. Okay, dann gehen wir halt mal aus dem Fenster raus. Aber ich weiß nicht, was mir das jetzt konkret bringen soll. Gar nicht gut. Waffe, Waffe, Waffe. Ja, ganz toll. Die Frage ist jetzt nur, kommt der mir irgendwann hinterher oder wie kann ich den töten? Wann bekomme ich die Gelegenheit dazu? Und vor allem schießen die jetzt alle auf mich.
Ach, Kacke. Die wurden eliminiert. Aktiviert. Eliminiert. Hallo. Ich renne dem mal kurz hinterher. Den muss ich, glaube ich, auch noch umnieten. Ich weiß es gar nicht. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Na komm, das kriegen wir auch so irgendwie fertig. Ach, wir haben die Uzi diesmal nicht mitgenommen, ne? Ach, scheiße. Scheiße. Wow, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, da ist der Typ. Komm her. So, Marmolett platzieren. Ne, nicht wegziehen. Achso, verstecken soll man denn doch. Ja, ne? Hm, kacke. Red Dragon Amulett. So. Können wir das jetzt platzieren? Wir müssen erst wegziehen. Nur, wo soll man hinziehen? Das heißt, wir müssen jetzt hier so ein Loch finden. Ach, kacke, ey. Jetzt lass bitte mal in Ruhe. Nicht mehr viel Leben, nicht mehr viel... Ach, Scheißendreck, ey. Komm her. Wie viele Polizisten sind denn hier? So, ich habe mir mal die Beretta geschnappt. Nur gucken, wo können wir denn hinziehen? Wo ist das nächste Loch für eine Leiche? Ich glaube, das war alles so nicht geplant. Da ist eins. Komm, dann verstecken wir den mal. Das ist ja auch ein Missionsziel. Ich hoffe nur... Nein, nicht nachladen, wegziehen. Komm. Wie ging das mit F1, ne? Ja. Liquidieren Sie den Unterhändler der Red Dragon. Ach, und den soll ich verstecken. Ach so. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Das heißt, es wird mir jetzt nicht viel bringen, wenn ich den wegziehe, wenn ich den verstecke, ne? Ne, den soll ich nicht verstecken. Dann gehe ich mal ganz kurz gucken, ob die Leiche... Uah! Bastard, ey. Erschreckt mich doch nicht so. Ob die Unterhändlerleiche da noch irgendwo rumliegt. Zivilist. Da müsste die Leiche liegen, ne? Ja, da liegt sie auch. Dann hole ich mir den mal. Na, wegziehen. Ach, ich habe mir wieder meinen Original-Hitman-Anzug angezogen. Alles klar. Mal gucken, ob das noch was wird. Ansonsten werde ich einfach offscreen die Mission nochmal wiederholen. Da hatte ich jetzt was verwechselt. Ich dachte, ich soll die Leiche des Polizeichefs verstecken. Kann ja mal passieren, ne? Aber an sich, wir haben ihn ja liquidiert. Und wir haben auch die Medaille. Also theoretisch müssten jetzt nur noch die Medaille bei dem Typen platzieren, ne? Und dann könnte es ja sein, dass die Mission doch noch erfolgreich ist. So, Leiche versteckt. Jetzt das Red Dragon Amulett ausrüsten. So, Amulett haben wir in der Hände. Hat man jetzt den Polizeichef hingelegt? Ich glaube, hier in die Gasse, ne? Nee, wir können den bloß wegziehen. Das ist scheiße. Warum kann ich den bloß wegziehen? Also, dann machen wir das, glaube ich, nochmal von vorne. Mal gucken, ob es was bringt. Ja. Ach, im Restaurant zurücklassen. Ja, schön, dass es da steht, dass wir es ins Restaurant legen sollen. Sollten wir das Amulett dann jetzt doch ins Badezimmer legen, sag mal? Hallo, na du? So, können wir jetzt unterhalten? Ne, unterhalten können wir uns ja schlecht. Wo kann ich dieses Amulett jetzt hinlegen? Dann vielleicht doch da rein, ha? Nur wüsste ich nicht, wo. In die Toilette legen kann ich es nicht. Durch Fenster auslösen will ich nicht, weil es mir nichts bringt. Tür öffnen. Kann ich dir vielleicht... Ne, unterhalten, oder? Ne, bringt nichts. Ich kann hier auch das Amulett nirgendwo hinlegen. So, hier vielleicht irgendwo. Kochmesser, hä? Küchenmesser aufheben. Ja, ich will aber das Amulett hier irgendwo platzieren. Ich will das Amulett platzieren. Achso, die Tür. Ich
Ich weiß noch nicht genau, was man hier von mir verlangt. Ich soll das Amulett im Dingens zurücklassen. Wisst ihr was? Ich starte die Mission nochmal neu. Wir sehen uns gleich an derselben Stelle nochmal. So there you are. Let me just take your weapons. So, da wäre ich wieder. Ich befinde mich im Badezimmer. Ich habe den Triadentypen eliminiert, den Red Dragon, habe ohne... Niemand hat irgendwas bemerkt. Und jetzt bin ich im Badezimmer und ich weiß nicht, wie ich dieses scheiß Amulett hier, wo ich das hinpacken soll. Ich kann durchs Fenster rausklettern, ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich muss irgendwie das Amulett loswerden, nur habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll, was die hier von mir verlangen. Ich kann es nicht ins Waschbecken legen, ich kann es nicht ins Klo legen, oder? Nee, durchs Fenster rausklettern kann ich nur. So, was bringt mir denn das jetzt? Kann ich hier irgendwo ein Amulett platzieren? Ich habe das nämlich immer noch dabei. So, bei dir was vermutlich nicht, ne? Und hier drin, irgendwas muss der Raum ja doch auch noch sagen, weil hier so ein Dryaden-Symbol auf der Tür ist. Aber ich kann hier auch nichts ablegen, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz in die Steuerung gucken. Kann ich Sachen fallen lassen? Gegenstand ablegen mit F. Ach so. Ich bin ja auch ein Vollhonk.
Ja, tut mir leid, Freunde, das, aber so kriegt man Zeit halt auch rum. Und jetzt haben die mich gesehen, oder was? Ach, leckt mich doch! Ja, bis gleich, ich mach das Ganze dann eben nochmal. Meine Fresse, ey. So, selbe Stelle, selbe Welle. Mich hat niemand entdeckt, wie gerade eben auch schon. Nur jetzt wissen wir ja, was zu tun ist, ne? Also, das Ganze halt noch ein drittes Mal, damit es auch perfekt ist. Alle gute Dinge sind bekanntlicherweise drei. Steh mal auf, Kollege, und erzähl deinen Mist. Komm. So, you are Li Hong's representative. And a Westerner, too. How unusual. My father was a close friend and business associate with Mr. Hong. I consider this job an honor. Please excuse me for a minute. Aber was doch schön ist, dass sie sich immer andere Texte ausgedacht haben. Also es ist nicht immer das Gleiche, was er erzählt. Okay, außer das hier jetzt, ne? Aber ach ja, so, dann gib mir doch mal wieder den Toilettenschlüssel. Gib mir, du Spaten, ne? Dann können wir jetzt mal in die Toilette gehen. So, Toilette zu. Ja, halt die Klappe. Red Dragon Amulett fallen lassen. So, das wäre erledigt. So, jetzt müssten wir den Typen eigentlich einfach so killen können, oder? Wäre das erledigt? Oder erzählt er jetzt nochmal dasselbe? So. Please excuse me. Ja, okay. Wir müssen also auf jeden Fall killen. Setz dich mal hin und dann können wir jetzt nämlich mit dem Red Dragon Amulett. Wieso haben wir das denn? You must be the I need a few minutes. Halt mal die Klappe, ey. Wo sind unsere ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir das Amulett, aber wir haben keine Waffen mehr. Und wir haben zweimal das Red Dragon Amulett. Oh, das Spiel ist verbuggt, sehe ich gerade, hey. Nun denn. So viel zum Thema aller guten Dinge sind drei. Machen wir jetzt halt noch ein viertes draus, ne? Alter, was ist denn das? Ich will meine Waffen wieder haben. Oder muss ich mir von dem Typen extra das Messer schnappen? Kann man natürlich auch machen. Geh mal weg da. So, schnappt ihr. Hallo? Messer. Mensch, das kann ja wohl nicht sein. Hey. Ich benehme mich nicht komisch. Ich benehme mich nicht komisch und das Messer ist weg. Alter, was ist denn hier los? Dann starten wir es halt nochmal neu. Aber das war jetzt absolut ein Bug. Also da kann ich auch nichts für, ganz ehrlich. Ich habe nämlich die Waffen mitgenommen hier. Ihr seht, er hat hier alles eigentlich aktiviert. Und ich habe die... Wieso hat... Oh, ich verstehe es nicht. Ja, okay. Also das Ganze auf ein neues. Ne? Es ist ja gar nicht frustrierend. Mano. Ich nehme euch einfach mal ab hier mit. Weil mir nämlich gerade was eingefallen ist, was ich euch gerne erklären möchte. Ja, der Typ am Eingang nimmt mir natürlich meine Waffen ab. Weil er sagt ja, okay, hallo, da sind sie. Geben Sie mir doch bitte Ihre Waffen. Aber die ersten beiden Male, wo ich da durchgegangen bin, hat er mir weder meine Hardballer noch meine, besser gesagt, meine Handballer, oder wie heißen sie? Hardballer, doch. Weder meine Hardballer noch meine Klaviersette abgenommen. Das hat er ja jetzt gemacht. Deswegen fand ich das ja so komisch, dass er das auf einmal gemacht hat. Jedenfalls bin ich jetzt hier schon mal rein, habe mir schon mal den Schlüssel geholt und werde jetzt dann gleich als verkleideter Triade durchs Fenster einsteigen. Weil dann müsste ich ja noch alle Waffen haben, nicht wahr? Und dann kann ich ihn eben von hinten erwürgen und dann müsste das Ganze geschafft sein. Das nenne ich mal schwere Geburt. Und dieser Part hat jetzt schon an die 30 Minuten, kann das sein? Naja, ihr freut euch ja drüber, oder? Will ich jedenfalls schwer hoffen, weil für mich ist dieser Part jetzt schon fast eine Stunde alt. So, ziehen. Komm, wegziehen, dankeschön. Wir sind verkleidet und wir haben das Amulett, oder? Jawohl, Ski. Schmeißen wir den mal eben schnell hier in den Ablauf oder in den Gulli oder was auch immer das darstellen soll. Ja, es könnte Gulli darstellen, ne? Ziemlich großen zwar, aber... Mein Gott. So, weg damit. So, leere Hände. Perfekt. Und jetzt einmal durch die Nebengassen. Ab zum Fenster des Fischrestaurants. Meine Fresse, ist das eine schwere Geburt hier. Also, dass das so ein komplizierter Hackekack wird, hätte ich auch nicht gedacht. So, kommt da gerade jemand durch die Tür? Nein, dann schnell durchs Fenster. Nein, der kann das doch nie im Leben gesehen haben, ey. Ich habe das doch schon mal gemacht. Red Dragon Amulett fallen lassen, Uzi schnappen und schnell ballern. Nein, nicht aufheben, du Bastard, ey.
Ich kann nicht schießen. Ich habe keine Munition oder was? Hallo, der ballert auch auf mich. Hey, das gibt's doch nicht. So, jetzt, ich zieh das jetzt durch, so. Ist mir scheißegal, ob das was wird oder nicht. Kommt alle her. Ich habe keinen Bock mehr, das jetzt nochmal zu machen, ne? Also eigentlich dürfte der das nicht gesehen haben. So, raus hier und töten, was das Zeug hält. Ja, killt mich halt. Killt mich, komm. Aber wir müssen die Mission geschafft haben. Komm bitte, lass es sein. Ach, das Amulett haben wir noch nicht zurückgelassen. Oh Mann! Gut, dann halt ganz schnell dahin laufen. Ein paar Polizisten schnetzeln. Die dürften ja noch hier rumstehen. Da ist er. Hallo, triffst du jetzt vielleicht mal? Alter, was das Ding für eine Genauigkeit hat, das ist ja abartig. Nachladen. Geh schnell da rein. Weh, ich sterbe jetzt. Dann kriege ich echt einen Anfall. Amulett. Fallen lassen. Der Retter aufheben. Und jetzt ab nach Hause. Nein, wie viele sind denn das? Alter, habt ihr das gesehen? 6000 Cops, das wird nichts mehr. Ach Mann. Naja, ihr habt gesehen, wie es eventuell laufen sollen könnte. Aber die erwarten mich sicherlich hier jetzt alle. Oder auch nicht. Schnell weg. So, haben wir's. Na komm, bitte. Bitte. Oh, Alter. Viermal Polizisten umgebracht. Wir müssen 8000 Dollar noch drauflegen. Oder heißt es einfach nur, dass wir nichts verdienen? Ich hab keinen Bock mehr. Nächstes Level. Das Li Hong-Attentat. Boah, war das jetzt echt? Das war eine richtig Kack-Mission, hä? So, wir gehen mal raus hier. Nein, ich will ins Hauptmenü. So, die Mission hätte jetzt etwas besser laufen können, aber es ist egal, wir haben es ja geschafft. Freunde, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann seid doch bitte im nächsten Part von Hitman Codename 47 wieder dabei. Ja, und bis dahin, schöne Zeit. Tüdelü. Tschüssi.